Neugierde ist menschlich und Spielen ist super wichtig. Ich bin Dr. Sheila Denise und ich erkläre dir heute, wie du das beste Sextoy findest. Also bleib dran. Es ist total normal, neugierig zu sein auf Sextoys. Die sind mittlerweile bunt und quietschig und gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Und ich finde, wenn man in so einen großen Sexshop reingeht, gerade die von den großen Ketten, ist man manchmal so super überwältigt, weil es gibt da ja alles. Ne? Also von klein bis groß zu irgendwelchen überlebensgroßen Penissen, zu alles Mögliche. Es gibt Holzdildos, es gibt Glasdildos, da soll es auch Fans geben, ja, keine Ahnung. Aber ich werde häufig gefragt in der Praxis, ja, was ist denn das Beste? Wie finde ich dann das Beste? Also, das Allerwichtigste ist, dass man etwas findet, was einem von der Oberfläche her sympathisch ist. Also ist ein wichtiger Regel eigentlich dabei. Deswegen finde ich es für das Erste sehr, sehr, sehr gut, wenn man persönlich in einen Laden reingeht, wo man beraten wird. Ja? Die Qualität der Sexshops hat in den letzten 20 Jahren immens sich verbessert, Gott sei Dank auch. Also früher waren das so schmuddelige Läden, wo es eigentlich so ein bisschen peinlich war, reinzugehen. Und heute sind es oft helle, freundliche Läden mit sehr, sehr lockeren Verkäuferinnen, die einen sehr, sehr gern Sachen erklären. Es ist nämlich extrem wichtig, dass man die Ware in die Hand nimmt, dass man sagt, fühle ich mich damit wohl, kann ich mir das vorstellen, das bei mir selbst anzuwenden. Und da gibt es ein paar Dinge, ein paar von meinen Lieblingstricks und Tipps, die ich dir gern heute einfach verraten würde. Was sehr wichtig ist, ist, wie fühlt sich das an? So, wir nehmen mal hier einen typischen, das ist wie so eine Art Dildo, das ist flexibel, sehr schön, etwas stört mich daran aber sehr. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann es vielleicht euch demonstrieren. Die Oberfläche ist sehr gummiartig, also man hat das Gefühl, man bleibt mit der Haut so ein bisschen dran hängen. Und das finde ich sehr unangenehm. Also die wenigsten Frauen könnten das auf alle Fälle benutzen ohne Tonnen von Gleitmitteln. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also als Anfänger-Toy so und so nicht gut. Ich bin auch überrascht, ehrlich gesagt, dass manche Hersteller noch nicht dahinter gekommen sind, dass das einfach unangenehm ist. Gerade unsere empfindliche und sensible Haut im Vaginalbereich und an der Klitoris will nicht so gerieben werden. Ne? Das will gestreichelt werden. Das ist hier auch sehr wahrscheinlich auch eher so eine Art Gummi und nicht ein medizinisches Silikon. Deswegen, also das ist ganz, ganz wichtig. Es muss sich auf der Oberfläche ganz, ganz, ganz extrem weich anfühlen. Ja? Das führt uns dann zum nächsten Produkt. Sowas gibt es auch, wo man sich fragt, was ist denn das? In welches Loch geht jetzt wo was rein? Für was ist das richtig gemacht? So ging es mir auch dann vor vielen Jahren, als ich sowas das erste Mal gesehen habe. Also sowas ist ein sogenannter G-Punkt-Vibrator. Das hat eine ganz, ganz tolle Oberfläche. Da bleibt nichts kleben. Das ist so, da fühlt sich ganz, 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 ganz weich an. Und die Spitze ist gebogen, damit man das vaginal einführen kann und gegen den G-Punkt auch drücken kann, wenn man den mag. Ich finde auch, die schmale Form ist sicherlich ganz gut für Anfänger. Dieses kleine Schätzchen hier vorne, das ist für die klitorale Stimulation. Ja? Weil wir wissen ja, das wisst ihr bestimmt auch aus meinen anderen Videos, ohne Klitoris geht gar nichts, wenn es um Orgasmus geht und um weibliche Lust und weibliche Befriedigung. Ja? Das heißt also, das führt man in die Vagina ein. Und das hier vorne ist, um die Klitoris einfach mit Vibrationen zu steuern. Das ist jetzt ein Modell, was mit einer Batterie, also einfach eine ganz normale, handelsübliche Batterie betrieben wird. Viele kann man aber auch aufladen, zum Beispiel über den Computer mit einem USB-Kabel, finde ich auch lustig, ja, wieso nicht? Und vor allen Dingen, es spart Batterien, das ist ja für unsere Umwelt natürlich extrem wichtig. Dann gibt es etwas, was ich nicht gut finde, was mich auch viele Frauen fragen, sagen, ja, aber was ist mit Liebeskugeln? Liebeskugeln sind für mich eins der überflüssigsten Dinge überhaupt, auch aus gynäkologischer Sicht. Ich finde, die helfen nicht für den Beckenboden. Das ist also wie sowas, das ist so eine Kugel und in dieser Kugel ist auch eine Kugel. Ja? Und viele Frauen, die das einführen, haben so das Gefühl, dass man das hört beim Laufen. Das ist wie so eine Art Jingle Bells, dass es die ganze Zeit so Klingel, Klingel, Klingel macht. Ist ein bisschen unangenehm. Ist für mich eins der Sex-Toys, was eigentlich überhaupt kein Toy ist. Ich sehe da jetzt nicht den Benefit. Also so weder auch aus dem Aspekt des weiblichen Befriedigung, als auch aus dem Aspekt des Beckenbodens. Weil so ein Golfball sich unten einführen,
das hat nichts damit zu tun, dass man die Muskulatur stärkt. Wie man den Beckenboden stärkt, das erkläre ich in einem anderen Video. Das werden wir auch sehr ausführlich und sehr intensiv auch besprechen. Aber als Sextoy, eine Liebeskugel, auch wenn der Name cool klingt, braucht ihr nicht. Ganz sicher, vor allen Dingen nicht als erstes Toy. So, was in den letzten Jahren Furore gemacht hat, wirklich Furore, sind so kleine Klitoris, ich nenne sie mal Klitoris-Staubsauger. Der berühmteste davon nennt sich Womanizer. Ich denke, das kann man auch sagen, der ist auch wirklich ein Haushaltsname mittlerweile. Was das macht, ist, das macht Druckwellen sozusagen auf die Klitoris. Ja? Und das ist, man hält es quasi auf die Klitoris drauf, aber man soll es nicht drauf drücken, also nicht feste drauf drücken, sondern einfach so ganz zart, man kann es auch einfach so ein bisschen drüber halten. Ja? Und diese Druckwellen verursachen, dass die Klitoris also nicht nur von oben stimuliert wird, sondern dass die komplette Klitoris sozusagen 3D stimuliert wird. Und die meisten Frauen, die das benutzen, sind sensationell vollkommen begeistert, weil die Klitoris auf eine Art und Weise stimuliert wird, was man sonst mit gar nichts hinbekommt. Also man bekommt sich mit einem Finger hin, man bekommt sich mit der Zunge hin, man bekommt mit gar keinem Vibrator der Welt hin, aber mit einem Druckwellen, ich sage jetzt mal Druckwellen-Vibrator, kriegt man das gut hin. Die sind deswegen extrem beliebt. Die beschreiben sich auf die Fahne, dass Frauen mit einem sogenannten Druckwellenvibrator innerhalb von 2 Minuten kommen können, was sehr, sehr gut ist. Jetzt ist natürlich die Frage, warum will ich nach 2 Minuten kommen? Welches Szenario könnte das sein? Und das ist vielleicht ein Aspekt, was man vielleicht einfach nochmal erläutern sollte. So ein Druckwellenvibrator ist natürlich dann, wenn man mit seinem Mann oder Partner im Bett ist, ist eher mal, kann so schnell zu so einem Stimmungskiller werden, weil wenn die Frau nach 2 Minuten kommt und dann wirklich so intensiv kommt und so extrem kommt, dass sie danach sagt, jetzt will ich schlafen oder jetzt bin ich eigentlich fertig, dann ist das vielleicht nicht so ganz förderlich, weil dann ist sie viel, viel schneller fertig als der Mann. Man kann es einsetzen, man muss nur wissen, es ist nicht unbedingt ein Toy, was man zu zweit zwingend benutzt. Das ist wirklich situationsabhängig. Deswegen finde ich diesen Toy eher geeignet für eine Frau, die sagt, keine Ahnung, sie fährt mit der Bundesbahn und wird gerade scharf und deswegen will sie eben auf Klo sich selbst befriedigen oder jemand, der sagt, dass er einfach zwischendurch einfach schnell kommen will, damit er wieder einen freien Kopf hat, weil er gerade lernt für Prüfung, sowas in der Art. Aber dennoch ist es ein tolles Tool. Es gibt Frauen, die sagen, die kommen damit nicht zurecht. Den Frauen sage ich nichtsdestotrotz, versuch's nochmal. Ein Fehler, was viele machen, ist, wie gesagt, das ganz feste draufdrücken auf den Klitoris, das soll man nicht machen. Also man soll eine niedrige Stufe machen am Anfang, weil es ist in verschiedenen Stufen einstellbar, von wenig Vibration bis intensiver Vibration, drüber halten und erstmal schauen. Und wie gesagt, die meisten Frauen, die ich kenne, sind davon absolut begeistert, sind wirklich, wirklich happy damit. Also das kann ich sehr empfehlen für jemand, der ein Toy haben möchte, der ihn gut stimuliert. Wofür ich das auch oder wen ich das auch sehr, sehr empfehle, sind Frauen, die zum Beispiel unter Vaginismus leiden. Also das heißt Frauen, die dann immer ihre Vagina total eng zusammenkrampfen, weil sie einfach fürchterliche Angst haben vor Sex. Mit einem sogenannten Druckwellenvibrator kommen eigentlich alle klar. Ja? Und damit kann man auch sexuell auch sein. Also ganz wichtig auch, und das werde ich auch in einem anderen Video auch behandeln, Vaginismus ist ja häufig so, dass man irgendwie denkt, nur wenn ich penetriert werde, habe ich richtigen Sex. Das ist ein falscher Gedanke. Also deswegen Klitoris-Vibrator, ganz, 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 ganz toll. Jetzt gibt es etwas, was beide Welten auch vereint, was ich ganz, ganz toll finde. Das sind solche Toys, die vorne eine klitorale Stimulation haben, also diese Unterdruckstimulation, und dann, wo man gleichzeitig was einführen kann. Das fehlt nämlich auch manchen Frauen, die nur die Klitoris stimulieren, weil sie einfach das Gefühl haben, ich brauche einfach das Gefühl, dass etwas auch in meiner Vagina ist. Und dann haben die hier einen vibrierenden Part und hier eine klitorale Stimulation. Das ist auch super. Also, sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Und das reicht erstmal für den Anfang. Natürlich gibt es andere tolle Dinge. Ja? Es gibt auch Dinge für den Mann. Es gibt Cock Rings, also Penisringe für den Mann, die auch vibrieren. Ja? Und viele finden das auch toll. Aber fang an mit etwas, was basic ist, was sich auf der Haut toll anfühlt. Und etwas, was du meinst, das könnte dein Freund sein und das möchtest du dann immer bei dir haben oder das möchtest du zumindest bei deiner Schublade haben. Und auf das möchtest du zukünftig nicht mehr missen. Trau dich ruhig. Ja? Geh in einen Laden rein, wo Verkäuferinnen sind. Die sind alle Fragen gewohnt und wo du alles in die Hand nehmen kannst.
Ich bin zwar für den Online-Handel, finde ich total super, finde ich richtig klasse, wenn du schon weißt, was du willst. Wenn du weißt, was du haben willst, perfekt. Aber wenn du es noch nicht weißt, würde ich erstmal gehen und gucken, was will ich, was mag ich, weil man kann ja die Dinge ja nicht umtauschen. Ich kann die ja nicht bestellen und dann benutzen und dann zurückschicken und sagen, nee, war dann doch nicht so meins. Das willst du ja auch nicht. Du willst ja, wenn du was bestellst beim Versand, wissen, dass es ganz absolut brandneu ist und dass es niemand schon irgendwo drin hatte. Ne? Deswegen. Das ist mein Tipp. Trau dich ruhig. Es macht Spaß. So viele Toys werden heute gemacht mit unser Vergnügen im Blick. Die haben uns im Blick, uns Frauen im Blick. Viele von diesen Toys sind von Frauen entwickelt. Viele auch von Gynäkologen mitentworfen. Einfach auf die besonderen Bedürfnisse der Frau eingegangen. Warum nicht? Geh in den Laden rein, lass dich beraten, kauf dir ein Lieblingstoy und schau einfach, was diese Welt dir bieten kann. Nämlich ganz viel. Also. Bis dahin, denkt daran auch immer, Selbstbefriedigung ist saugesund, tut gut und macht uns hübsch und entspannt. Also tschüss ihr Lieben, bis dann. Ach, bevor ich es vergesse, wenn ihr noch irgendwelche tollen, abgespaceden Toys habt, die ihr super findet, worauf ihr schwört, wo ihr sagt, das ist total abgefahren, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich lerne auch immer noch dazu und immer noch sehr gerne. Also, viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.